einer neuen Folge Sunny's Kitchen. Heute werden wir Alu-Mutter machen. Und Alu-Mutter übersetzt, schätzen wir mal, ist Kartoffel-Erbsen-Curry. Das ist wirklich ein Gericht, was super schnell geht und was du auch in der Menge total variieren kannst. Also falls ihr Bock habt und diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, let's begin! Wir beginnen wie immer mit den Zutaten und ich benutze hier 3 Kartoffeln, die sind gewaschen, geschält und geviertelt. Dann habe ich hier 200 Gramm Erbsen, ihr könnt Tiefkühlerbsen, frische Erbsen benutzen, so wie ihr möchtet. 2 Zwiebeln, die ich ebenfalls klein geschnitten habe. Dann habe ich hier 150 Gramm Tomatenpüree, ihr könnt gerne auch frische Tomaten nehmen und die pürieren. Dann habe ich hier 20 Gramm grüne Chili, das ist natürlich für die Schärfe, da könnt ihr immer variieren, genauso wie Ingwer und Knoblauch, so wie ihr das Ganze möchtet. Und ich habe jetzt hier noch 2 Lorbeerblätter. Ich gehe jetzt hier noch mal kurz auf die Gewürze ein. Ich benutze hier Salz, Kurkuma, Korianderpulver, Kreuzkümmel und Boxhornklee. Da oben ist nur Garam Masala, das benutze ich nur kurz, aber meistens benutze ich nur die 5 Gewürze. Wir beginnen mit einer tiefen Pfanne und geben da erstmal Öl hinzu. Ich habe ungefähr so 4 Esslöffel Öl benutzt. Wir geben als allererstes die 2 Lorbeerblätter hinzu. Die sorgen einfach für Geschmack und das sieht auch echt schön aus in dem, in dem Gericht. Und dann gebe ich hier 2 Teelöffel Kreuzkümmel hinzu und lasse die auch kurz anbraten. Das Ganze lässt ihr wirklich für eine Minute kurz anbraten und gibt dann direkt die Zwiebeln hinzu. Ich benutze sehr gerne rote Zwiebeln, Leute. Das macht so einen Unterschied. Und ich finde, beim Essen spielt die Farbe auch eine große Rolle. Und das Lila-Rot sieht halt sehr, sehr schön aus. Wir lassen das Ganze jetzt schön glasig werden auf mittlerer Hitze, damit uns die Zwiebeln auch nicht anbrennen. Im Anschluss könnt ihr eigentlich direkt schon die Kartoffeln hinzugeben, damit sie das Aroma der Lorbeerblätter, des Kreuzkümmels, aber auch den Geschmack der Zwiebeln sozusagen aufnehmen. Und damit sie schneller durch sind, können wir hier noch 2 Teelöffel Salz hinzugeben. Dann rühren wir das ganz kurz um und decken das gleich mit dem Deckel ab. Das Coole ist, die Kartoffeln haben jetzt Zeit zu garen und auch leicht angebraten zu sein. Dann werden die einfach viel leckerer. Wir rühren das Ganze jetzt einmal kurz um, damit es halt nicht anbrennt. Und dann könnt ihr eigentlich auch jetzt schon Ingwer und Knoblauch hinzugeben, damit das ebenfalls ein bisschen angebraten wird, damit der Geschmack sich schön entfaltet und die Kartoffeln das auch alles aufnehmen. Einfach wieder kurz den Deckel drauf, schön auf mittlerer, niedriger Stufe und einfach kurz anbraten lassen. Jetzt einmal kurz umrühren und ihr werdet schon merken, die Kartoffeln sind auf jeden Fall ein bisschen weicher. Dann gebe ich direkt Chili hinzu, damit die Kartoffeln noch die Schärfe gut aufnehmen und dann würze ich das Ganze schon mal mit Kurkuma. Kurkuma bringt halt die Farbe rein, ne? Das ist halt das Coole an Kurkuma und ich gebe hier 1 Teelöffel Kurkuma hinzu und rühre das einmal um zu gucken, reicht das? Kurkuma könnt ihr eigentlich ja vielseitig verwenden, aber auch mit der Menge variieren. Das Problem ist, wenn ihr zu viel hinzugibt, wird das halt übertrieben gelb und das wollen wir nicht. Ich habe jetzt hier noch das Tomatenpüree hinzugegeben, um das Ganze umzurühren. Und wenn ihr Kurkuma und Tomaten integriert, Leute, dann kriegt das so eine schöne orangene Farbe und ich liebe das. Jetzt fange ich an zu würzen und da benutze ich 2 Teelöffel Korianderpulver, 1 Teelöffel Garam Masala und 3 Teelöffel Boxhornklee. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal mischen und danach kommen auch direkt die Erbsen hinzu.
So, das ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Benutzt mal einen Esslöffel Desiccan. Ich habe dazu ja ein Tutorial hochgeladen. Verlinke ich euch gerne. Das ist einfach geklärte Butter. Und das macht das Curry auf jeden Fall ein bisschen cremiger und auch leckerer. Wirklich, ihr müsst es mal ausprobieren. Ihr mischt das Ganze jetzt und dann kommt 500 Milliliter Wasser hinzu. Und meistens gebe ich zu diesem Zeitpunkt auch nach Geschmack, nach Lust und Laune ein bisschen Salz hinzu. Damit einfach, ja, das Salz stimmt. Das wäre jetzt der beste Zeitpunkt. Und nicht zu vergessen, den Löffel mit Desiccan schön in das Curry auflösen. Wir werden keinen Tropfen verschwenden. Das Ganze rührt ihr jetzt einmal um, gebt den Deckel drauf, schön auf mittlerer Stufe köcheln lassen. Das wird ein bisschen dauern. Natürlich müssen die Kartoffeln durch sein, genauso wie die Erbsen. Ihr werdet auch die Konsistenz merken, das wird auf jeden Fall ein bisschen fester, auch das Curry wird ein bisschen dickflüssiger und das ist ja genau das, was wir wollen. Es ist wichtig, zwischendurch auf jeden Fall nachzuschauen, umzurühren, um zu gucken, ob das nicht zu dickflüssig ist, ob da noch Wasser hinzu muss oder nicht. Einmal wieder Deckel drauf, schön köcheln lassen und sobald ihr merkt, dass Öl an der Oberfläche ist, und das sieht man zum Beispiel jetzt hier ganz gut, die Farbe hat sich verändert, auch die Farbe von den Erbsen hat sich verändert, es ist alles so ein bisschen weicher geworden, dann wisst ihr, das Curry ist fertig und es geht wirklich so, so schnell und das ist einer der geilsten Gerichte, ich schwör's euch. So einfach geht das Rezept und ich werde euch auf jeden Fall das Rezept nochmal auf meinem Blog schriftlich verfassen, damit ihr dann nochmal nachschauen könnt. Falls ihr die anderen Sunny's Kitchen Videos nicht kennt, verlinke ich euch auf jeden Fall die Playlist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!